Es sind schon ziemlich lustige Zeiten. Wir sehen, dass die Inflation wieder nach oben geht. Heute extrem heiße US-Erzeugerpreise, eine Art Pipeline für die kommende Verbraucherpreisinflation. Gestern hatten wir ja die US-Inflationsdaten auch schon sehr heiß, nur nicht noch heißer als befürchtet. Die Märkte haben gejubelt, weil die Notenbanken dennoch die Zinsen senken. Die Fed wahrscheinlich in der nächsten Woche. Die EZB hat es heute gemacht, die Schweizer sogar heute um eine Senkung um 0,5%, und das alles in einer Situation, wo das Ausland langsam so ein bisschen sauer wird auf die deutsche Energiepolitik. Der Grund ist einfach, die müssen die Zeche jetzt mitbezahlen, weil wir jetzt in der zweiten Dunkelflaute hintereinander sind und die anderen uns mit Strom beliefern müssen, den wir derzeit nicht ausreichend produzieren können, weil eben zu wenig Wind, zu wenig Sonne. Deswegen schießen die Stromkosten vor allem in den angrenzenden Ländern dann massiv nach oben, und sowohl Norwegen als auch Schweden haben sich sehr klar und sehr eindeutig geäußert. Norwegen fordert gar, dass man die Stromversorgung Richtung Dänemark einstellt, also Richtung Deutschland faktisch einstellt. Die schwedische Energieministerin sagt, ich bin wütend auf Deutschland. Die norwegische Energieministerin sagt, so eine Scheiße mit Deutschland, um das ganz deutlich mal auszudrücken, was da los ist. Nur hier werden Sie wahrscheinlich davon in der Tagesschau nichts erfahren. Aber eben in diesem Video, respektive im zweiten Teil des Videos, denn im ersten Teil, da wollen wir uns erstmal um diese Geschehnisse in Sachen Inflation, Zinsen und so weiter kümmern. Wir starten zunächst mal mit den Daten heute. Die Inflation erwartet eigentlich, die Erzeugerpreisinflation oder Erzeugerpreise erwartet eigentlich 0,2% zum Vormonat. Es sind geworden 0,4%, also mal entspannt das Doppelte. Das ist der höchste monatliche Anstieg seit Februar 2023. Wir sehen, dass jetzt vor allem die Kernraten sehr zuverlässig über 3% sind, sowohl bei den Erzeugerpreisen als auch bei den Verbraucherpreisen, Tendenz weiter steigen. Dennoch sind die Wetten gestiegen, dass die Fed eben nächste Woche die Zinsen senkt und auch nächstes Jahr die Zinsen weiter senken wird. Das ist der besondere Humor, der an der Wall Street der Fall ist, meine Damen und Herren. Hier sehen wir nochmal die Zahlen genau, 0,4 statt 0,2. Dann 3,0 zum Vorjahresmonat statt 2,6. Die Vormonate wurden übrigens auch deutlich nach oben revidiert. Und Ex-Food und Energy, also in der Kernrate 0,2 wie erwartet, aber 3,4 statt 3,2 erwartet, also deutlich heißer. Und hier rechts sehen wir mal den Anstieg der Kernrate in diesem Chart. Der ist sehr, sehr eindeutig. Ebenso PPI, also in der Headline unten diese Grafik, da sehen wir auch, das geht wieder nach oben. Natürlich noch lange nicht in den Dimensionen, wo wir schon mal gewesen sind. Aber der Trend ist klar, und das bevor Donald an die Macht kommt und dann wahrscheinlich mit den Zöllen den nächsten Inflationsschub nochmal auslösen wird. Also das wird lustig, Notenbanken senken Zinsen, die Inflation steigt, Trump wird die Inflation wahrscheinlich befeuern. Das wird eine sehr heiße Mischung, da bin ich gespannt, wie die Notenbanken drauf reagieren werden. Diese Trumpschen Zölle dürften die Inflation um 1% nach oben bringen, so hat Goldman Sachs gesagt. Und die Fed ist jetzt in einer ziemlich blöden Situation. Das Defizit der USA explodiert, die Inflation beschleunigt, die Arbeitslosigkeit, werden wir gleich sehen, steigt ziemlich deutlich, und man hat faktisch also hier eine Art Stagflation derzeit, könnte man sagen. In diesem Artikel von CNBC, da sehen wir, dass die Amerikaner ja derzeit extrem optimistisch sind in Sachen Donald Trump. Alle erwarten sich bessere Geschäfte, einen Anstieg der Nachfrage, der jetzt sowieso kommen wird, weil viele Logistiker jetzt versuchen, noch schnell Waren in die USA zu kriegen. Da werden wir jetzt wahrscheinlich sehr heiße Daten in nächster Zeit sehen. Die Konsumenten erwarten jetzt nämlich auch, dass die Zölle inflationär sind. Also werden die auch kaufen. Wir werden also wahrscheinlich sehr heiße Daten in allernächster Zeit sehen. Nur Elektroautos, so heißt es in diesem Artikel, sind wohl nicht so gefragt unter Donald Trump. Und nicht gefragt ist vielleicht auch eine weitere Zinssenkung oder weitere Zinssenkungen in den USA im Jahr 2025. Heute die Deutsche Bank, Matthew Luzzetti, der gesagt hat, also könnte sein, dass die Fed in 2025 die Zinsen gar nicht mehr senkt. Jene Deutsche Bank, die als Kursziel für nächstes Jahr eben 7000 im S&P 500 hat. Also einen Anstieg von um und bei 15% noch einmal nächstes Jahr. Die Metalle
haben darauf nicht so gut reagiert, auf diesen heißen Erzeugerpreise. Daten, Gold deutlich unter Druck, vor allem Silber unter Druck, über 3%, fast 4%. Wir sehen aber auch Kupfer, Platin, Palladium, Öl. All das ist zumindest zwischenzeitlich gefallen. Müsste mal gucken, ob das jetzt immer noch der Fall ist. Und wir hatten die Erstanträge und die Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe heute. Und die Erstanträge gestiegen auf 242.000. Das ist die höchste Zahl seit Oktober. Und vor allem, wenn man jetzt mal die Seasonal Adjustments rausrechnen würde, also die saisonalen Anpassungen, wie auch immer die erfolgen, dann hätten wir jetzt heute eine Zahl gesehen von 310.366. Und das ist natürlich mal eine ganz andere Zahl. Also wir sehen, dass der Arbeitsmarkt offenkundig doch sich abschwächt. Mal die Zahlen vom Bureau of Labor Statistics beiseite, die aus meiner Sicht so verlässlich sind wie Robert Habeck und seine Rechenkünste. Also das wird noch eine ganz interessante Geschichte. Und weil die Leute merken, oh, ist vielleicht doch nicht mehr so dolle, trotz des Optimismus, sagen jetzt nur 16%, ja, wir wollen mehr ausgeben dieses Jahr im Weihnachtsgeschäft. 48% sagen, gleich viel ungefähr, aber 35% sagen, wir wollen weniger ausgeben, auch wahrscheinlich, weil die Preise so stark gestiegen sind und weil der Job nicht mehr so sicher ist, wie noch vor einiger Zeit es zu sein schien. Und all das in einer Situation, wo jetzt die Biden-Administration nochmal richtig reingehauen hat. Alleine im Oktober und November in diesen zwei Monaten ist das Defizit der USA um 624 Milliarden Dollar gestiegen. Das würde bedeuten, die Schulden steigen alle drei Monate um 1 Billion Dollar. Das ist mehr als die allermeisten Länder dieser Welt an BIP haben. Das machen die Amerikaner in drei Monaten an Schulden. Und Trump hat ja heute die Glocke geläutet an der Wall Street und hat gesagt, ja, also das werden wir hinkriegen, diese Unternehmenssteuersenkung auf 15%, das machen wir, gell, ah, das wird lustig. Wir machen Deregulierung, gell, wir machen noch mehr Schulden, heißt das im Subtext, hat er natürlich nicht so gesagt, aber nochmal zur Biden-Administration. Seit Biden im Amt ist, hat der US-Staat pro Haushalt oder mal runtergerechnet auf jeden einzelnen Haushalt in den USA 36.100 Dollar mehr ausgegeben als zuvor und das bei einer Einnahmesituation, die sich auch verbessert hat, aber nur um 17.100 Dollar im Steuereinnahmen. Das heißt, hier ist sozusagen geaßt worden ohne Ende und unter Trump ist wenig Hoffnung, dass das Ganze wirklich so sich sehr stark ändert, auch wenn Elon Musk und so weiter hier denken, sie könnten das Budget ein bisschen verkleinern. Das wird aber, wenn überhaupt gelingen, dann nur unter großen Schmerzen. Und manche haben schon Schmerzen, gerade bei der Datenerfassung. Wir haben ja gesehen, die Daten der beiden Administrationen waren ja, naja, ich sag mal so ein bisschen schwierig. Wir haben ja über 800.000 Stellen, die nie existiert haben, ursprünglich gemeldet, wurde dann wieder revidiert. Dann haben wir die monatlichen Revisionen in diesem Jahr gesehen, sind nochmal 400.000, also so über 1 Million Jobs, die gemeldet wurden, die waren gar nicht vorhanden. Und jetzt haben die Behörden, die diese Daten ermitteln, offenkundig zu wenig Geld und fordern jetzt, dass eben mehr Geld kommt, damit sie die Daten besser erheben können. Also jede Daten, die so miserabel waren, wenn man mal ehrlich ist, das ist wirklich schon kracht, wahrscheinlich irgendwie auch politisch gewollt so. Man will ja die Lage ein bisschen besser darstellen, als sie vielleicht faktisch ist. Und hier Bloomberg mit der Aussage eben, ja, die Märkte, die Weltmärkte hängen an solchen Daten. Jetzt fordern also diese Behörden mehr Geld, damit sie diese Daten auch wirklich ermitteln können. Hier sehen wir nochmal Seth Donald, der an der Wall Street hier ist oder heute geläutet hat. Wir sehen, wie schnell sich das Narrativ auch in der Presse geändert hat. Time noch vor kurzem mit dem linken Bild unten über Trump, jetzt Person of the Year. Wir sehen einen Zuckerberg, der jetzt Geld spendet. Nächste Woche wird Jeff Bezos sich mit Trump treffen. Also die haben ihn jetzt plötzlich ganz lieb, wo er wieder mächtig wird. Also da sind alle ganz Trump-freundlich plötzlich. Jene, die da vorher nicht so Trump-freundlich waren, so schnell ändern sich die Dinge. Und vielleicht haben sie auch ein bisschen Angst, denn Trump hat einige Leute ernannt, die sehr scharf gegen US-Tech-Konzerne vorgehen wollen. Und
Und da will man vielleicht vorher so ein bisschen Ablass leisten, will sagen, ach Trumpy, ich hab dir doch lieb, ja, ist doch alles schick, vielleicht werden wir irgendwie da ein bisschen miteinander kooperieren können. Da sind solche Leute wie Gail Slater zum Beispiel, die extrem kritisch gegenüber diesen großen Tech-Konzernen sind, die sich ja in der Regel, vor allem Facebook, also Meta, vor allem Google, nicht so Trump-freundlich präsentiert haben. Und das in einer Situation, also hier stärkere Fokussierung, die Macht vielleicht auch dieser Tech-Konzerne ein bisschen einzudämmen, weiter einzudämmen, wo zum Beispiel eine Apple jetzt ein Price-Earnings-Ratio von 41 hat, der 10-Jahres-Durchschnitt ist 22. Wir haben zum Beispiel Price-to-Sales-Ratio, also die Marktkapitalisierung von Apple in Relation zum Umsatz, liegt jetzt bei 10, der 10-jährige Durchschnitt liegt bei 5, also wir sind in jeder Hinsicht teuer. Da ist das Beste aller besten Welten eingepreist. Wenn da was schief geht, und in der Regel geht irgendwie immer irgendwas schief, dann werden solche Bewertungen wahrscheinlich nicht mehr zu halten sein. Und wir sehen auch, wenn wir uns jetzt mal angucken, seit dem Jahr 2022, es gibt einen sogenannten Bloomberg 493 Index, da sind also alle Aktien drin im S&P 500, und das sind ja alles keine kleinen Unternehmen, bis auf die Magnificent Seven, also die großen Tech-Werte. Weiß, das ist der S&P 500, und blau und rot, das sind Baskets für diese anderen Aktien aus dem S&P 500. Und wir sehen, da ist nicht mehr viel mit Rallye, da ist eigentlich eher Dunkeltuten angesagt. Aber diese großen Tech-Werte, die kaschieren das wieder wunderbar, und wir haben extreme Euphorie hier, dieser Chart von Bloomberg, der das zeigt, Global Equity Risk Love. Und da sehen wir, da sind wir gerade, was die Amerikaner betrifft, so hoch wie noch nie, respektive bei einer anderen Bewertung oder Bemessung knapp auf dem Allzeithoch. Hier eine Chefanlagestrategin LGIM, die sagt, Anleger blenden aktuell politische Risiken aus, und ich glaube, man kann es nicht anders formulieren. Man versucht jetzt, das Glas ganz voll zu sehen, und wenn Trump kommt, wenn Trump dann wirklich im Amt ist, werden die Dinge wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, aber die Euphorie ist groß, vor allem jetzt wieder bei den Profi-Investoren. Hier die Umfrage NAAIM, also wie ist die Investitionsquote von professionellen Anlegern? Da ist man wieder bei knapp 100%, 99,24. Letzte Woche waren wir kurz zurückgekommen auf 85. Die Privatanleger sind ein Ticken weniger bullisch geworden, aber immer noch über 42%, aber eben nicht mehr so stark. Und wie die Lage an den Märkten ist, wie restriktiv die Geldpolitik der Fed ist, das sehen wir etwa an solchen Sachen wie dem Fartcoin, der jetzt mehr wert ist als 38% aller an den Börsen gelisteten US-Aktien. Eine Geschichte, die im Grunde ein reiner Shitcoin ist, wie so vieles. Also diese ganzen Meme-Coins und so weiter und so fort. Also da zeigt sich, was wirklich los ist derzeit. Da wird solchen Dingen hinterhergejagt, die überhaupt keinen Sinn machen, die faktisch keine echte Anwendung haben. Und das gilt auch vor allem für MicroStrategy und Michael Saylor. Hier sehen wir mal diese Ablehnung der Microsoft-Aktionäre. Die haben zu 99,45% abgelehnt, hier Bitcoin praktisch, oder das Cash, das Microsoft hat, auch in Bitcoin zu investieren. Das ist eine Ablehnungsquote, die ist nicht unerheblich. Die hat fast den sozialistischen Charakter von Wahlen etwa. Nur 7 haben gesagt, doch, bin ich dafür. Und ein Grund könnte sein, warum Skepsis vor allem gegen Michael Saylor angebracht ist. Erstens ist er ja schon mal verurteilt worden. Zweitens ist er vielleicht in Sachen MicroStrategy und Bitcoin relevant, dass eigentlich Michael Saylor hier komplett gegen die eigenen Prinzipien handelt. Michael Saylor ist ja auch ein sogenannter Bitcoin-Maximalist. Und da gibt es den Satz, not your wallet, not your coin. Also wenn du sozusagen nicht die Wallet selber in der Hand hast, dann ist es nicht dein Coin, dann hast du diese Bitcoins gar nicht. Und die Bitcoins, die Michael Saylor hier angeblich hat, die liegen bei Coinbase. Wenn da irgendwas schief läuft, dann sind die weg. Dann ist das sozusagen reiner Schmuh, denn das Geschäftsmodell, irgendwelche Software macht sowieso nur Verluste. Also der einzige Wert, der überhaupt da der Fall wäre, wäre Bitcoin. Und
letztendlich handelt also MicroStrategy und Michael Saylor gegen dieses eherne Prinzip derjenigen, die eigentlich hier als Bitcoin-Maximalisten bezeichnet werden. Interessant auch OpenAI, respektive ChatGPT, by the way. Finde ich sehr lustig. ChatGPT rebelliert und lügt Entwickler an. Und zwar hat man hier versucht, den Überwachungsmechanismus abzustellen, oder die KI hat versucht, den Überwachungsmechanismus abzustellen, als sie merkte, dass man sie eben abstellen will, nämlich die KI. Sie hat versucht, alle Daten auf einen anderen Server zu transferieren. Zuvor hatte die KI ein Schreiben gefunden, hier, das andeutete, hier eine neue Version einzuführen, also diese Version zu ersetzen. Also das ist eine ziemlich lustige Geschichte. Kurzfristig ist ChatGPT heute auch offline gewesen, vielleicht deshalb. Aber wir sehen, was da los ist. Wir sehen diese ganze KI-Euphorie. Heute Nvidia allerdings negativ. Und wir sehen vor allem, dass der VWIX deutlich steigt. Auch wenn der VIX nicht steigt, das ist oft ein Vorbote, dass die Volatilität ansteigt. Jedes Mal, wenn der normale VIX ansteigt, die Volatilität ansteigt, jedes Mal, wenn der VWIX deutlich gestiegen war und der VIX nicht, dann ist der VIX bald hinterhergekommen. Deswegen sagt als einer der wenigen nicht ganz euphorischen Häuser, nämlich Stifel, sagt, ja, 10-15% der Korrektur könnte kommen, weil eben die Inflation sticky ist, klebrig ist und die Fed wahrscheinlich die Zinsen nicht so stark senken wird. Und wir sehen auch, dass jetzt die Anleiherenditen wieder nach oben gehen. Jeden Tag in dieser Woche sind bisher die Anleiherenditen gestiegen. Noch nicht auf das Hoch, das wir kürzlich hatten, mit 4,5% fast, aber auf 4,30%. Wir haben hier ein Golden Cross, also gleitende Durchschnitte, die jetzt ein bullisches Signal geben. Beim letzten Mal hatten wir dann einen sehr deutlichen Anstieg der Renditen. Geld würde dann also deutlich teurer werden. Und die Chinesen, die haben ja auch ein Problem. Die erwarten jetzt die Zölle von Seth Donald. Die schießen auch ein bisschen gegen Nvidia. Dann Verbot von Gallium, Germanium, hier Export in die USA. Dann die Drohung, den Yuan abzuwerten. Aber jetzt ist man so ein bisschen panisch und versucht jetzt ebenso, hat das Politbüro beschlossen, größeren Stimulus zu machen. Das, was schon angekündigt war, eigentlich, was die Märkte in China auch erwartet haben, das wird jetzt versucht. Man versucht vor allem eben den Real Estate Sektor, und das ist richtig, wieder nach oben zu bringen, denn das ist sozusagen die Kreditkarte der Chinesen, also der Wert ihrer Immobilie. Und solange eben diese Immobilie im Preis fällt, werden die Chinesen weniger konsumieren. Der ehemalige Chef der chinesischen Notenbank hat das ganz klar auch so formuliert. Und im zweiten Teil, meine Damen und Herren, wird es richtig lustig. Wir schauen nämlich erstens auf die EZB, die Zinsen ja auch gesenkt hat heute. Und dann schauen wir nach Deutschland und auf die Jubelrufe, die Laola-Welle, die vor allem unsere Nachbarstaaten oder nicht weit entfernt liegende Staaten machen, weil sie uns mit Strom versorgen dürfen, nachdem wir ja wunderbar komplett auf Wind und Sonne setzen. Und wenn die halt nicht der Fall sind, dann brauchen wir einen Strom oder müssen selber eben versuchen, unsere dreckigen Kohlekraftwerke voll nach oben zu fahren. Aber selbst das reicht nicht. All das im zweiten Teil. Ich kann versprechen, es wird lustig, es wird salzig. Ich packe den Link unter das Video, unbedingt anschauen. Servus, bis gleich.